Alle freuen sich über die wiedergewonnene Freiheit. Nur für Menderes war früher irgendwie mehr Lametta. Er wirkt traurig und kann das besonders vorm Garagen-Hobbypsychologen Rainer kaum verstecken. Ey, alles okay? Ja, alles gut. Warum, was soll denn los sein? Weil du traurig bist. Möchte das traurig? Weil du von jetzt auf gleich wirktest du todunglücklich. Nee, alles gut. Ich bin nicht todunglücklich. Es geht ihm jetzt so gut. Und ich habe gemerkt, dass irgendwas in ihm kaut. Muss auch auf die Toilette? Schniefstab, schnupp. Wer geht zuerst? 1, 2, 3. Du kaputt. Gehst. Nee, du gehst. Nein, du gehst, was du willst. Nee, Spiel ist Spiel. Komm, geh dir zuerst. Aber geh jetzt, komm. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht, wirklich nicht. Ich bin sensibel zu genug, um zu verstanden zu haben, dass er diese Weihnachtsgeschichte, dass er da ein bisschen zumacht. Ich überlege dann immer, was passiert und ich spule immer im Zocker. Aber ich weiß nicht mehr genau den Moment, weil das war ja wie ausgeknipst, ne? Ja, ja. Die Freude da oben. Genau. Und ich habe nur das überlegt. Ich habe gesagt, was ist passiert, dass er auf einmal so komisch war? Und dann habe ich nur irgendwie geguckt. Und ich glaube, das hat irgendwas mit diesen Weihnachten zu tun. Natürlich hatte das mit Weihnachten zu tun. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er, glaube ich, nicht so Weihnachten. Weil der ist ja schon sehr, ne, also sensibler, sag ich mal. Und was halt schade ist, dass er halt nicht darüber sprechen kann. Ne? Der verschließt sich halt dann und keiner kommt an den dran. Wahrscheinlich im Gegensatz zu uns alle, die sich freuen, wenn wir rauskommen am Weihnachtsbaum, mit der Familie zu feiern und gemeinsam den besinnlichen Abend zu genießen, weiß ich nicht, wen er hat, mit dem er an dem Abend gemeinsam feiert. Mir geht's ganz okay. Keine Ahnung. Die Sonne scheint und dann irgendwann kommen Wolken und das ist ein Gewitterbruch jetzt. Dann regnet es auch mal, so ist das jetzt gerade. Und danach scheint die Sonne wieder, hoffentlich. So ist das halt.